Sonntag, 4. Februar 1945, 17 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu Gerda, ihr Flame in Winter. Ich mache das gerade erst genau an dem Tag, wo ich das hochladen muss. Bisschen knapp, aber hey. Das heißt, ich mache jetzt eine Mission und dann let's go. Wo sind wir stehen geblieben? Sind wir jetzt immer noch bei dem Anwesen? Ach! Mr. Vestergaard to help free Anders. If he won't offer aid, then who can I turn to? Genau, wir haben ja beim letzten Mal das Anwesen durchsucht und sind böse aufgefallen. Jetzt gehen wir zur Feier. Oder zum Gelage. Ich lies mal vor. Ich muss Herrn Vestergaard überzeugen, mir bei Anders für Befreiung zu helfen. Wenn er keine Hilfe anbietet, an wen könnte ich mich sonst wenden? Das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Wuch! Oh, wir werden unterbrochen. Auf dem Weg. Da vorne ist etwas, eine Zufallsbegegnung. Auf der Straße. Zur Vestergaards Anwesen. Zu? Ja, Deutsch. Unwichtig. Weiter geht's. Ist das nicht der alte Herr Braun? Was macht er hier draußen ganz alleine? Es ist fast schon dunkel. Herr Braun. Er schüttelt den Kopf, die Augen starr auf den Traktor gerichtet. Reden wir mal mit ihm. Ein deutscher Zivilist. Diese verdammten Rüpel. Wenn ich die in die Finger kriege, ich schwöre, ich. Erstmal hallo, Herr Braun. Oh, hallo, Frau Larsen. Sagen Sie, haben Sie irgendwelche dänischen Diebe in der Nähe gesehen? Tut mir leid, wie bitte? Ach, vergessen Sie es. Gehen Sie mir mal zur Hand, ja? Es tut gut zu wissen, dass es noch anständige Leute in diesem Land gibt. Ich hätte die anderen Vorschläge gerade vorlesen können. Ich bin noch gar nicht in diesem Let's Play-Fieber. I'm so sorry. Es tut gut zu wissen, dass es noch anständige Leute in diesem Land gibt. Gut, natürlich, wie kann ich helfen? Nicht, bis sie mir gesagt haben, was passiert ist. Nein, wir sind... Also ich meine, Gott, wir kämpfen natürlich, helfen wir bei einem Traktor. Das ist doch wohl klar. Also, ist doch doof. Wir müssen zwar zu einem Gelager, aber... Mein Gott, wir müssen glaube ich, nicht auf Strich da sein. Das ist die richtige Einstellung. Sie müssen nur den Motor starten, während ich ihn mir von der anderen Seite ansehe. Na, keine Sorge. Das sollte ganz leicht sein. Ich habe schon alles vorbereitet. Das sollte kein Problem sein für eine junge Dame wie Sie. Sie müssen nur da an diesem Hebel ziehen. Ich weiß, wie man einen Traktor startet. Verstanden. Erstmal, wir machen einfach mit. Verstanden. Gut, probieren wir es. Hätte ja auch ein anderer Traktor sein können, ne? Also, warum sollte man da sich... Was steht da? Eine mächtige Ausgeburt moderner Technologie. Mächtige Ausgeburt. In Ordnung. Sind Sie bereit? Bereit. Jetzt starten Sie ihn. Fest am Hebel ziehen, würde ich sagen. Funktioniert er? Nein, versuchen Sie es nochmal. Ziehen Sie fester. Ist es jetzt? Nein. Ziehen Sie fester! Ah! Huh! Allmächtiger Gott! Ist alles in Ordnung? Sein Finger blutet. Ach, ich habe mich an einer der verdammten Schrauben geschnitten. Oh nein, so ein Pech. Geht es Ihnen gut? Ja, ja. Keine Sorge, junge Frau. Da braucht es schon mehr als einen Kratzer, um mich umzuhauen. Na, wo habe ich denn mein Taschentuch? Ah, da ist er ja. Sieht ziemlich schmutzig aus. Wir geben ihm natürlich eine saubere Bandage. Also, mal ehrlich. Hier, nehmen Sie das. Oh, Sie sind wirklich ein Engel. Eine gute Seele, genau wie Ihr Vater. Was ist mit dem Traktor? Warum ist der Traktor so hochgegangen? Jemand muss den Motor sabotiert haben. Wieso? Sie wollen mir was heimzahlen, darum. Aber warum müssen Sie es an meinem Traktor auslassen? Und er hat mich ein Vermögen gekostet. Wann glauben Sie, ist das passiert? Tja, vor ein paar Tagen war er einfach weg. Gestohlen. Ich bin sicher, er war jemand aus Herrn Mortensens Sippe. Diese Familie beißt mir ständig in den Waden, wie ein Rudel hungriger Wölfe.
Hast du Probleme mit dem Traktor, alter Mann? Oh, natürlich kommt genau er. Wenn man vom Teufel spricht. Was willst du denn hier, du Nichtsnutz? Ich komme nur vorbei. Oh, tu nicht so unschuldig. Ich wette, du steckst dahinter. Du warst immer schon ein Schläger und ein Dieb, schon als Junge. Was redest du denn da? Glaub nicht, ich hätte vergessen, wie du mit meinem Rowdy-Kumpel, mit deinen Rowdy-Kumpels Äpfel aus meinem Garten gestohlen hast. Und ihr habt sie nicht mal einmal richtig aufgegessen. Ihr habt nur einmal reingebissen und sie dann auf den Boden verfaulen lassen. Aber er war doch noch ein Junge, mein Gott. Also Jungs machen das. Klar, es ist nicht zu entschuldigen, aber es ist halt so die Natur. Es war nur mal ein Junge. Also einmal ein Dieb, immer ein Dieb, das sage ich. Jetzt gesteh schon. Ich weiß nicht, wovon du redest, alter Mann. Ich habe den ganzen Tag in der Stadt gearbeitet. Frag im Laden nach. Die bestätigen das. Aber ich hoffe, es war jemand aus meiner... Aber ich hoffe, es war jemand aus meiner Familie. Du hast es verdient, nachdem du was... nach dem, was du uns genommen hast. Pah, fang nicht damit an. Meine Vorfahren haben diesen Hof schon bestellt, lange bevor dein Großvater seinen ersten Atemzug gemacht hat. Das sagst du immer, aber meine Familie kennt die Wahrheit. Es bringt nichts, über die Vergangenheit zu streiten. Es ist nicht Zeit, das Kriegsbeil zu begraben. Ja, es ist nicht Zeit, das Kriegsbeil zu begraben. Also... Der einzige Ort, wo ein Beil begraben möchte, ist im Rücken dieses senilen alten Sachs. Pass bloß auf, was du sagst. Ach du Scheiße. Und Sie, Frau Larsen, sind viel zu jung und zu blauäugig, um das zu verstehen. Die Vergangenheit lässt sich nicht so einfach vergessen. Sie ist ein wichtiger Teil unserer Identität, unserer Kultur. Und überhaupt, wenn die Bauern nicht genug produzieren, wird irgendjemand verhungern. Es ist schwer genug, über die Runden zu kommen, wo meine beiden Söhne im Krieg sind. Und die Verfluchten denen sei zu stur, um zu helfen. Warum sollten wir auch? Du verkaufst sowieso nur an Deutsche. Merk dir meine Worte, alter Mann. Wenn der Krieg vorbei ist, holen wir uns zurück, was rechtmäßig uns gehört. Drohst du mir etwa? Auf meinem eigenen Grund und Boden? Das lasse ich nicht mit mir bieten. Also ich hätte große Lust, dich den Behörden zu melden für dein verräterisches Verhalten. Die Gestapo kann da nicht für Gerechtigkeit sorgen. Die Gestapo hat schon genug zu tun. Wir sollten uns alle beruhigen. Verdammt. Oh mein Gott. Also die Gestapo hat schon genug zu tun. Die Gestapo kann da nicht für Gerechtigkeit sorgen. Wir sollten uns alle beruhigen. Ach du Kacke. Okay, verräterisches Verhalten besonders, also, ja, da ist es nämlich, dieses, hier, wo war das, unter den Fakten, wo Leute einfach, war es das hier? Nee? Okay, nevermind, vielleicht war es nicht hier, oder war es doch hier? Ja, aber es ging eher darum, dass, Leute einfach verpfiffen wurden, auch wenn die nichts gemacht haben. Okay, war halt im Nazi-Deutschland allgemein so. Muss man halt so sagen. Boah, das macht's jetzt nicht einfach. Ja, wie würde er das denn dann auffassen? Die Gestapo kann nicht für Richtigkeit sorgen. Wie will er das denn auffassen? Also... Wird er deswegen das nicht machen? Oder will er aufgrund dessen einfach ihn erschlagen? Also. Aber das ist herausfordernd. Nee, wir müssen hoffen einfach, dass er deswegen nicht verpetzt und nichts sagt. Sie könnten jemanden verhaften, selbst wenn er keine Beweise gibt. Sie haben wahrscheinlich recht. Aber was ist mit meinem Traktor? Oh, das hat funktioniert. Wer wird für die Reparatur aufkommen? Das ist nicht mein Problem. Tja, ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Ich sollte auch mal los. Das Fest auf dem Westergard anwesend wird sicher bald beginnen. Okay. Da ist sie wieder zum Fahrrad getackelt. Ich hoffe, dass der Traktor repariert sich einfach und dann ist alles vergessen. Ja, leichter gesagt als getan, ne? Aber naja, okay. So ist es halt. So, da sind wir jetzt beim Anwesen. Das hört sich so gruselig an. Was? Scheint, als wäre die ganze Stadt zum Bankett gekommen. Aber hier ist niemand draußen. Das ist super ungewöhnlich.
Das ist meine beste Chance, um zu sehen, ob Herrn Westergaard anders helfen wird. Ich muss ihn überzeugen. Oh, wir können. Wagen der Gestapo. Springbrunnen. Ich glaube, ich mache mal mit der Tastatur weiter. Nicht mit der Maus. Okay, wir untersuchen natürlich erstmal alles. Ja, wir haben das ja vorhin schon angeguckt, aber. Ja, genau, das ist immer noch so mit dem Schlittschuhfahren. Dann gucken wir uns erstmal das Auto an. Dieses verfluchte Auto kommt mir so langsam wie ein Leichenwagen vor. Den Lackzack kratzt. Nein! Nein! Leute! Also, natürlich lassen wir ihn in Ruhe, sonst wird irgendjemand von uns hier angekreidet. Und das will ich natürlich nicht. Dann gehen wir mal rein. Willkommen auf dem Anwesen, Frau Larsen. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Vera, verdammt. Ja, bitte. Wow. Nun, hübsch sehen Sie aus. Jakob. Ah, okay, gut. Ah, Gerda, ich bin so froh, dass du kommen konntest. Ich weiß, dass dir im Moment vielleicht nicht nach Feiern zumute ist. Aber es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Herrn Westergaard für deine Sache zu gewinnen. Ich hoffe, dass er etwas tun kann. Bevor brauche ich aber ein Getränk. Was auch immer anders hilft. Ich hoffe, ja, einfach, dass er etwas tun kann. Er ist der bekannteste Bürger Tinglefs. Wenn jemand helfen kann, dann er. Frau Larsen, willkommen. Darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Das könnte etwas meine Nerven beruhigen, aber ich muss einen wachen Geist behalten. Ach komm. Ja, danke, Johanna. Das Getränk hinterlässt ein warmes Kribbeln in meiner Kehle. Und Sie, lieber Pastor? Ah, das ist sehr freundlich, aber leider prickelt mir Champagner etwas zu sehr im Hals. Es wäre nicht zufällig möglich, einen Grog zu bekommen? Bestimmt, ich frage in der Küche nach. Sehr cool. Denk aber daran, dass Westergaard keinen verbalen Schlagabtausch scheut. Je besser du dich vorbereitest, desto besser. Momentan ist er im Speisezimmer. Schau doch mal, ob er dir Gehör schenkt. Okay, wir müssen erstmal Infos sammeln. Von den Leuten. Ja, schade, ich kann sie nicht ansprechen. Ungewöhnlich still. Versteckt sich in seinem Stuhl. Ja, wie sehen wir denn bitte aus? Wow. Also, gemachte Haare. Nein. Da haben wir ihn. Da ist Herr Westergaard. Nein, ich will doch nicht hin. Ich fürchte, Herr Westergaard ist gerade im privaten Gespräch. Wenn Sie mit ihm sprechen wollen, müssen Sie zum Abendessen warten. Ich glaube, Fräulein Margit ist in Ihrem Zimmer. Sie erwartet Sie. Warum ist dann die Tür sperrweit offen? Also, ich mag die Frau nicht. Okay, lesen wir erstmal über Westergaard nach. Algot Westergaard. 53 dänisch Fabrikbesitzer. Margits Vater ist der Besitzer der örtlichen Radiofabrik. Wie man hört, war Algot Westergaard ein mittelloser, junger Unternehmer, der bei seiner Ankunft in Tingle vor etwa 30 Jahren kaum mehr besaß als das, was er am Leibe trug. Nachdem jedoch die Finanzierung seiner Fabrik gesichert war, stieg er schnell auf und inzwischen werden die Westergaard als eine der vermögendsten und einflussreichsten Familien der Stadt angesehen. Auch wenn viele Herrn Westergaard als wahren Freund der Gemeinde schätzen, hat sich die Meinung anderer über ihn drastisch verschlechtert, seit er beschloss, für die deutschen Besatzer zu arbeiten. Yes. Westergaard war ein. Achso, wir müssen erstmal. Wie Gott in Frankreich. Oh, okay. Ich erreichte das Anwesen der Westergaards und war sehr gespannt, ob ich den örtlichen Fabrikanten überreden konnte, anders zu helfen. Wenn jemand in dieser Stadt einen Einfluss auf die Besetzer hat, dann er. Westergaard war in ein lebhaftes Gespräch mit dem Gestapo-Beamten Stahl vertieft. Ich dachte, dass Margit, die sich in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, mir vielleicht ein paar Einblicke verschaffen könnte. Also, I'm sorry, but I don't like you. Warum ist die Tür dann sperrweit offen? Bankettgäste. Die hängen geradezu an Wolfgangs Lippen. Und ich glaube schon, das Reich der Gegend hier dringend benötigte Ordnung verschafft hat. Aber kann es sie
aber kann es sie aufrechterhalten, so wie der Krieg sich entwickelt? Das große Unterfangen unserer Nation steht sicher vor einem herausfordernden Moment. Aber seien Sie unbesorgt, gute Frau. Das deutsche Wesen wird sich durchsetzen, so wie immer. Was für ein Glück für uns, denen, die sich offenbar nicht selbst verwalten können. Was? Was hältst du von diesem göttlichen deutschen Wesen, Gerda? Göttlichen? Er hat für jeden eine andere Bedeutung. Es ist nicht besser als jedes andere Wesen. Er ist jedenfalls tatkräftig. Ja, es ist jedenfalls tatkräftig. Und auf sehr zweckdienliche Weise. Wir sind da natürlich vorsichtig, ne? Wie wir uns aussprechen. Er ist ein Gespräch vertieft. Ich sehe, Sie haben Ihren Weg auf diese Feier gefunden, Frau Larsen. Glaubst du, Margit wird bald auf den Feierlichkeiten teilnehmen? In der Regel mag sie große Feiern nicht. Das kann ich sagen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hoffe, dass sie uns bald mit ihrer Anwesenheit beehrt. Das würde die Gesellschaft hier sicher aufwerten. Und ich meine, US Boyfriend. Wo wir aber gerade davon sprechen. Vielleicht sollte ich zu meinem Gespräch hier zurückkehren. Okay. Wir schnüffeln natürlich überall. Wilstrup. Mit seinen großen Äußeren und den schmutzigen Händen wirkt er fehl am Platz. Als ist, oder? Guten Abend, die Dame. Wenn Sie uns entschuldigen würden, mein Gesprächspartner und ich besprechen gerade eine private Wette. Oh, Entschuldigung. Dann gehen wir wieder. Entschuldigung. Wir sind einfach nur ein bisschen interessiert und möchten uns sozialisieren. Wir sind nämlich... Ah, reden wir erstmal mit Jakob. Meine alten Knochen brauchen Ruhe, wenn ich die Festlichkeiten genießen will. Ich wünschte, ich hätte noch deinen jugendlichen Elan, mein Kind. Ich mache jetzt ein paar Stimmen, falls ihr euch gewundert habt. Weil ich finde, also ich komme, glaube ich, langsam so in dieses... Muss Leute vorlesen, so wie ihr Charakter und so ein Zeug. Und ich muss halt erstmal warm werden. Ich lerne ja auch dazu. Wo zum Henker muss ich hin? Hallo? Ach, hier. Okay. Ist das ihr Zimmer? Die Truhe. Die Truhe. Mach auf. Okay. Danny. Moment. So. Das hier ist Margits Zimmer, aber die Tür ist zu. Klopfen. Tür öffnen. Wir klopfen natürlich. Huch. Wer ist da? Vera? Vater? Ich bin es. Gerda, Himmel, was klopfst du denn an? Komm nur rein, du dummer Hirn. Ich weiß ja nicht, ob du dich gerade umziehst oder so. Ich bin hier fast fertig. Was sind das für Dokumente? Du kannst nicht lesen, was? Ja, wir gehen. Was sind das für Dokumente? Oh, diese Dokumente? Ich mache mir Sorgen, dass Vater in etwas Zwielichtiges verwickelt ist. Die Detektivin. Sie versucht aktiv den Machenschaften ihres Vaters auf den Grund zu gehen. Mir sind ein paar Ungereimheiten in seiner Buchführung aufgefallen. Bisher allerdings nicht so richtig handfestes. Aber genug davon. Meine Güte, bin ich froh, dein Gesicht zu sehen. Es sind so viele Menschen hier draußen. Dänen, Deutsche, Nazi, Schmuggler. Ich habe das Gefühl, die Hälfte von ihnen ist bereit, die andere Hälfte abzustechen. Dein Vater bringt Menschen zusammen. Warum bist du denn zurück hier? Bist du nicht aufgeregt, Wolfgang zu sehen? Ja, fragen wir erstmal nur über Wolfgang. Natürlich, aber Wolf, ich muss heute die Runde machen. Als Offizier ist so ein soziales Ereignis auch eine Verpflichtung. Das stimmt. Ich muss zugeben, dass mich Veranstaltungen wie diese immer ein bisschen nervös machen. Es ist so wichtig, einen guten Eindruck zu machen. Du machst immer einen guten Eindruck. Neugierige Augen überall. Da achtet niemand drauf. Ja, du machst immer einen guten Eindruck, Margit. Du musst ja das ja auch sagen. Schließlich bist du auch meine älteste Freundin. Aber ich weiß es trotzdem zu schätzen. Und eine angehende Schriftstellerin braucht Material. Ich komme gleich raus. Immerhin scheinen die Leute sich zu amüsieren. Scheint ein nettes Fest zu sein. Du solltest dich zu ihnen gesellen. Würde ich auch. Wenn es nicht. Ah ne, wir bleiben. Du solltest dich zu ihnen gesellen. Gleich, ich muss mich nur erst sammeln. Könntest du schon mit deinem
mit deinem Vater sprechen? Meinem. Da ist ein Typo. Nein, er scheint in ein Gespräch mit diesem Gestapo-Beamten vertieft zu sein. Vater umgibt sich mit merkwürdigen Personen in letzter Zeit. Ich mache mir Sorgen, dass er mehr als gewöhnlich im Schilde führt. Misch dich doch bis zum Abendessen unter die Leute. So kommst du vielleicht an mehr Informationen dazu, was er macht. Dann bin ich sicher, dass Vater Zeit zum Reden hat. Okay.